Game Freak. Ja, und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Aufgrund einer Zuschauerwunsch, klar. Aufgrund eines Zuschauerwunsches, Let's Play ich jetzt das Spiel Pokémon Weiße Edition. Ich habe mir so gedacht, ja, muss ja nicht unbedingt die neueste Version sein. Ältere Versionen gehen auch. Ja, deswegen spiele ich jetzt nicht Weiß 2 oder Schwarz 2, was auch immer, sondern die ganz normale Weiße Edition 1. Und wir starten mal ein neues Spiel, natürlich. Und wir fangen an, neues Spiel. So, aber leider muss ich jetzt aber kurz den Sound etwas leiser machen. Das mache ich mal eben. So, hallo, wie geht's? Willkommen in der Welt der Pokémon. Ich bin Professor Esche. Die Leute nennen mich auch die Pokémon-Professorin. Wie du vielleicht weißt, wird diese Welt von Wesen bevölkert, die man Pokémon nennt. In den Pokémon schlummern geheimnisvolle Kräfte. Begegnet man ihnen beinahe überall. Begegnen kann man ihnen beinahe überall und es gibt eine große Vielfalt an unterschiedlichen Arten unter ihnen. Die Pokémon und wir Menschen ergänzen uns ausgezeichnet. Wir führen ein Leben in Eintracht und mit ihnen und helfen uns gegenseitig, wo wir können. Um das Band der Freundschaft zu seinen Pokémon zu stärken, ist es sehr beliebt, mit ihnen gegen die Teams anderer Trainer zu kämpfen. Tja, ich habe mein Leben der Erforschung der Pokémon gewidmet. Aber genug von mir. Erzähl mir doch lieber ein bisschen was über dich. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Natürlich sind wir in diesem Let's Play ein Mädchen. Klar, warum sollten wir auch ein Junge sein? Ach, ein Mädchen bist du also. Habe ich das also richtig verstanden? Ja. Jetzt wüsste ich noch gerne, wie du heißt. Verrat mir doch mal deinen Namen. Ja, also wir sind ein Mädchen und wir heißen natürlich als Mädchen Pajo LP. Wer hätte es gedacht? Natürlich heißen wir Pajo LP. So. Pajo. Machen wir das LP mal groß. Sieht besser aus. So. Unser Mädchen heißt Pajo LP, natürlich. So. Pajo LP heißt du also. Ist das richtig? Ja. Pajo LP. Das ist aber ein toller Name. Ja, ich weiß. Gut, dann werde ich dir jetzt nochmal einen treuen Weggefährten vorstellen. Ihr seid ein unzertrennliches Gespann. Dieser Junge heißt Charon. Manchmal gibt er sich ein wenig mürrisch, aber er ist ein aufrichtiger Bursche. Dieses Mädchen hört auf den Namen Bell. Sie geht alles ein wenig gemütlicher an, aber sie gibt immer ihr Bestes. Ich werde euch dreien jetzt einfach mal vertrauen und jedem von euch eins meiner kostbaren Pokémon schenken. Hör mir gut zu, Pajo LP. Von dem Augenblick an, an dem du dich für dein Pokémon entscheidest, beginnt ein ganz persönliches Abenteuer. Auf deiner Reise wirst du unzählige Pokémon und Menschen in Berührung kommen, die nicht immer dieselben Ideen auf Auffassung teilen wie du. Ich hoffe, es gelingt dir, durch diese Begegnung herauszufinden, was für dich im Leben wichtig ist und was nicht. Ich sehe, du verstehst mich. Das große Ziel einer Reise soll sein, aber über
Ja, wie ich hier schon wieder lese, ist ja, wie ihr da weiß, ungematchte Pokémon reifer zu werden und innerlich zu wachsen. So, jetzt aber mal los. Geh und stürze dich kopfüber in die Welt der Pokémon. Ja, und dann geht's auch jetzt los. Direkt, und ich habe schon wieder übertrieben viel Tinte an der Hand. Und ich habe keine Ahnung, warum. Ja, egal. So, hier ist schon wieder ein kleines Intro. Game Freak präsentiert. Ein langer Aufenthalt in diesem Haus von dieser Professorin da. So. Charon, Pato LP. Professor Escher hat gesagt, dass wir Pokémon bekommen sollen. Wo Bellno wieder bleibt. Und da kommt sie angerusht. Bell, bist schon wieder zu spät. Entschuldigung bitte. Charon, also wirklich Bell. Dass du alles gern etwas gemächlicher angehst, ist für uns mittlerweile nichts Neues mehr. Aber warum gerade heute, wo wir doch unsere Pokémon bekommen sollen? Du hast ja recht, es tut mir wirklich leid, ihr beiden. Bell, und wo sind die Pokémon nun? Professor Escher hat sie hierher gebracht, Pudge LP. Also, steht dir auch das Recht zu, eins auszusuchen, ja. Das ist nur gerecht. In diesem Geschenkkastenpaket warten die Pokémon. Na los, Pajolpe, trau dich schon und schau nach, was drin ist. Ich kann's kaum noch erwarten. Jo. So, und wir gehen jetzt hier raus, weil wir keins haben wollen. Natürlich, nein. Wir holen uns natürlich ganz gemächlich eins. Pajolpe öffnet das Geschenkpaket. Oh, und da ist auch schon ein Brief. Und auf dem Brief steht: Zusammen mit dem Brief habe ich 3 Pokémon geschickt. Ja, klar. Ist mir auch egal jetzt. So, jetzt macht er die Schleife los und. Da drin befinden sich 3 Pokébälle und die nehmen wir uns natürlich jetzt alle 3 natürlich. So. Nehmen wir Feuer-Pokémon Flying, Pflanzen-Pokémon Serpifeu oder Wasser-Pokémon Otaro. Jo. Wir nehmen das Wasser-Pokémon, würde ich mal sagen. Ja, bist du mit diesem Pokémon einverstanden? Ja, verdammt. Wow. Pajol P erhält Otaro. Yeah. Also ich nehme dieses Pokémon und Charon bekommt. Okay. Also ich nehme dieses Pokémon und Charon bekommt das da, okay? Charon, wieso entscheidest du, welches Pokémon ich bekomme? Was soll's? Ich wollte sowieso von Anfang an Serpifeu haben. Ja, okay. So, nun hat jeder sein Pokémon ausgewählt. Und jetzt. Ich hab's. Jetzt ist die Zeit für ein kleines Pokémon-Kämpfchen. Charon. Hör mal, Bell, die Pokémon sind zwar schon noch schwach, aber trotzdem sollten wir nicht im Haus kämpfen lassen. Ach was, das geht schon in Ordnung. Was könnten die 3 schon anrichten? Irgendwann müssen sie ja mal anfangen zu kämpfen. Oder habe ich etwa Unrecht? Also, Pajolpe, lass uns mit dem Pokémon-Kampf beginnen. Dück. Also, ich sehe geiler aus als Bell, ganz klar. Boah, die Musik ist hier voll... So, dann haben wir hier auch Floing. Also, sie tritt mit einem Floing an. Was für uns kein Problem sein sollte, weil wir haben ein Wasser-Pokémon und Wasser-Pokémon sind im Falle besser als Pflanzen-Pokémon, aber... Ach, als Feuer-Pokémon, aber wir haben noch gar keine Wasserattacke. Und wir schlagen erstmal, oder wir ziehen erstmal ab mit einem Rutenschlag. Und Verteidigung von Flying sinkt. Pokémon setzt Tackle ein. Ja, das ist schön. So, und dann setzen wir doch auch direkt mal Tackle ein. So, und da wir gerade Rutenschlag eingesetzt haben, wird dieses Tackle mehr abziehen als normalerweise. So, Verteidigung von Union sinkt. Das ist aber scheißegal. Wir können trotzdem. Auto, mein Pokémon doch nicht so weh. Na warte, damit kommst du nicht davon. Okay, nochmal ein Tackle hinterher. Ja, da guckst du was. So, und er setzt nochmal Rutenschlag ein. Das ist eine höchst nicht sinnvolle Taktik. Aber wir nutzen das aus, nur setzen nochmal mit einem Tackle. Und er sollte jetzt besiegt sein. Jawoll. So, und wir kriegen 86 Erfahrungspunkte. Yay, und Level 6. Perfekt. Jo, 500 haben wir jetzt gewonnen. Perfekt. Oh nein. Was ist das denn? Wow, Pajol P.
Du scheinst das Zeug zu einem großartigen Trainer zu haben. Ich hab da so eine Vorahnung. Also wirklich? Bell, jetzt schau dir doch mal bloß einmal das Zimmer an. Was ist denn hier passiert? Huch! Das sieht ja aus wie Hempels unterm Sofa. Die Pokémon sind unglaublich, wo sie doch noch so klein sind. Ich bin so froh, dass ich ein Pokémon bekommen habe. Du bist doch jetzt nicht wütend, Pajolpi, oder? Nein, warum? Mal, ich habe eine Mutter, die das aufräumt. Bell, bei dir ist echt Hopfen und Malz verloren. Sei so gut und lass mich jetzt deine verletzten Pokémon aufpäppeln. Sharon hat Bell. Ja, das brauche ich nicht vorlesen. Lass mich jetzt auch noch deine Pokémon heilen. Ja, dass der sofort unsere Pokémon heilen kann, ne? Können wir natürlich nicht. Ja, okay. Hey, Sharon, willst du nicht auch einmal dein Pokémon in meinem Kampf schicken? Wer so gut über Pokémon Bescheid weiß wie du, richtet bestimmt auch nicht so ein heilloses Durcheinander an wie ich. Ich glaube, du hast Talent für Kämpfe. Ja, da muss ich dir zustimmen. Viel schlimmer werde ich das Zimmer ja auch wohl kaum zurichten können. Außerdem wäre es nur fair, wenn ich mir auch mal einen Kampf gönne. Jo. 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 Dann kämpfe jetzt gegen Sharon, würde ich mal sagen. So, und Pokémon wird immer ein etwas längerer Part sein, weil Pokémon sich eben etwas in die Länge zieht. Aber ja. Ein Herausforderer. Herausforderung von Pokémon-Trainer Champ, also von Sharon. Okay, der tritt mit einem Pflanzen-Pokémon an. Das ist nicht so super, aber ja. Wir sind ja schon Level 6. Kampf. Tackle. Ja, und er ist natürlich schneller als wir. Das, was ich nicht wollte. Aber wir... Alter, ein Volltreffer. Das ist super. Endlich bin ich ein Trainer. Aber jetzt geht's richtig los. Ja, komm. Ein Tackle. Serpifeu setzt nochmal Tackle ein. Tja, so einen schönen Volltreffer wie ich kannst du nicht, ne? Setzt nochmal Tackle und er ist natürlich tot. Wer hätte es gedacht? Und ich kriege 76 Erfahrungspunkte und Level 7. So, und er lernt Aquaknarre. Perfekt. Ja. Schön. Ich hatte nicht damit gerechnet, gleich im ersten Kampf den kürzeren zu ziehen. Tut mir leid, ja. In dem ersten Kampf die kürzere zu ziehen, aber was für eine Spannung. Jetzt bin ich endlich ein Pokémon-Trainer. Aber nun muss ich mich erstmal bei deiner Mutter für die ganze Unordnung hier entschuldigen. Bell, ich auch. Ja, dann tut das mal. Ihr habt die natürlich angerichtet, ne? Ich nicht. So. Super, ne? Echt. Traum. Perfekt. So, so, jetzt sind wir hier unten und, ja. Entschuldigung für den Tumult von eben. Also, ich werde dann mal aufräumen. Aufräumen? Schon gut, schon gut. Darum werde ich mich nachher kümmern. Was für eine nette Mutter, ey. Also, meine Mutter ist natürlich auch nett, aber... Dass sie das Zimmer aufräumt freiwillig, ne? Solltet ihr stattdessen nicht lieber Professor Esche besuchen? Ja, das stimmt. Wir sollten uns bei Professor Esche bedanken gehen. Bis bald und Entschuldigung für die Umstände. Sharon, ich warte dann vor dem Pokémon-Labor auf dich. Oh, ich muss vorher noch mal kurz nach Hause. Ich bitte vielmals um Entschuldigung für die Störung. So. Ja, was hast du uns zu sagen? Pajolpi, Pokémon-Kämpfe sind schon echt eine lebhafte Angelegenheit. Das Lärmen der Pokémon zwar war bis hier unten zu hören. Ach, das weckt Erinnerungen an meinen allerersten Pokémon-Kampf. Ehe ich vergesse, nach dem Kampf sollte man seine Pokémon eine Pause gönnen. Ja, danke schön. So, dein Pokémon ist wieder putzmunter. Und vergiss deinen Visucaster nicht, wenn du dich auf den Weg machst. So, da haben wir jetzt einen Videocaster gekriegt, aber ich brauchte Visucaster nicht, weil ich hab Skype. So, du gehst dich auch bei Professor Esche bedanken, nicht wahr? Also, dann lass dich mal nicht aufhalten. Also, wir gehen uns da... Ja, also wir gehen uns natürlich nicht bei Professor Esche bedanken. Wir gehen natürlich direkt weiter zur Pokémon-Liga und machen uns mit diesem einheitlichen Pokémon in Level 7... Machen wir alle fertig, so. Und da fliegen so schwule Pokémon. Ich glaube, was ich in diesem Let's Play mal mache, ich probiere mal etwas aus. Das ist nicht immer so, also...
Ich probiere etwas aus, und zwar probiere ich das aus mit dem Speed. Ob ich 1, nee, nicht 2, sondern 1,5 Speed mache. Ob das klar geht? Jo, das geht klar, oder? Ja. 1,5 Speed, das ist auch schneller. So, dann, was ist denn? Gucken wir mal in dem Haus hier. Nein, nein, und nochmals. Nein! Aber ich habe doch ein Pokémon bekommen. Ich bin also schon ein richtiger Trainer. Ich fürchte mich vor keinem Abenteuer, mein was eine Angeberin. Oh mein Gott! Huch! Pajol! P. Ah, hallo! Mach dir keine Sorgen, es ist alles in bester Ordnung. Der hat nur gerade seine 5 Minuten. Dann mache ich mich jetzt mal auf den Weg. Ich warte vor dem Labor auf dich. Ja, das freut mir. Dann gehe ich da jetzt hinterher. So, und wir gehen natürlich nicht den Weg. Wir brauchen den Weg. Ich sag, was hast du uns denn zu sagen? Glaubst du, so eine Reise mit Pokémon als Begleiter kann einen Menschen verändern? Ja. Du hast recht. Auf einer Reise denkt man eben viel und entwickelt sich weiter, ja. Wir sprechen übrigens unterwegs auch sehr viele Leute an, das... Vielleicht kriegen wir da nämlich Items. So, lässt du mich da auch rein? Jetzt aber los, auf zu Professor Esche. So, dann gehen wir da mal hinterher natürlich. Wir wollen uns den ja anschließen. Hallo, ich habe schon auf euch gewartet. Meine jungen Freunde, ich möchte mich bei euch vorstellen. Ich bin... Aber Professor Esche, wir kennen sie doch schon. Ja, Charon. Mir ist durchaus bewusst, dass ihr euch an mich erinnert. Aber ein denkwürdiger Tag wie heute verdient eine wertige Förmlichkeit. Also, dann stelle ich mich zunächst einmal kurz vor. Ich bin Professor Esche. Meine Forschung befasst sich mit dem Ursprung der Pokémon. Also, dass ich so scheiße lese, liegt wahrscheinlich daran, dass die Ingame-Sounds in meinem Kopfhörern total übertrieben laut sind. Aber wahrscheinlich in dem Video nicht. Deswegen lasse ich sie an. Ich gehe also der Frage nach, wie lange sie schon auf dieser Welt leben. Oh, ihr habt eure Pokémon schon kämpfen lassen. Das ist ja großartig. Dann haben sie sicher auch schon Vertrauen zu euch gefasst. Es sieht zumindest ganz danach aus. Übrigens, wollt ihr eure Pokémon Spitznamen geben? Natürlich. Also, wir geben unseren Pokémon immer Spitznamen. So, was geben wir dir denn für einen Spitznamen? Du bist ein Wasser-Pokémon. Namens Otaro. Das tut mir leid jetzt, aber du siehst aus wie ein Klaus. Also tut mir leid an alle... Oh. An alle, die Klaus heißen, das ist... Ist nicht böse gemeint. Einfach nur, dass ein Pokémon nach ihm benannt wird, ist doch... So, Klaus. Ja, dann haben wir jetzt Klaus. Ja, du siehst aus wie ein Klaus, dann heißt du Klaus. Okay. Professor Esche, verstehe, verstehe. Du bist mit Klaus als Spitznamen zufrieden? Ja. Klaus soll es heißen. Das ist wirklich ein sehr schöner Name. Ja, finde ich auch. Es gibt einen bestimmten Grund dafür, dass ich euch die Pokémon gegeben habe. Es hat mit dem Pokédex zu tun, oder? Pokédex? Goldrichtig, Charon. Du bist echt ein Brain in dieser Welt. Solche Brains würden wir gerne überall haben, aber wir haben nur so dumme Köpfe wie Pajol, P und Bell. Goldrichtig, Charon. Du hast schon viel über Pokémon gelernt. Trotzdem werde ich es heute noch einmal erklären. Nun zum Pokédex. Es ist ein hochmodernes Gerät, das alle Pokémon, denen ihr begegnet, automatisch erfasst. Daher möchte ich euch bitten, die gesamte Einheilregion zu durchforsten und sämtlich hier einem Pokémon, ja blablabla, aufspuren. So war es einmal zum Pokédex. Pajol P, Charon Bell, ihr seid bereit, euer Großes mit Pokédex zu verantworten? Ja, sind wir. Ja. Ich meine, natürlich! Jawohl! Vielen Dank, Professor Esche. Dank Ihnen hat mein größter Wunsch, Pokémon-Trainer zu werden, eine Erfüllung, ja. Vielen Dank, euch dreien. Das war die Antwort, die ich hören wollte. So, jetzt haben wir so einen stylischen Pokédex gekriegt. Er hält Pokédex. Und zum nächsten Schritt. Ich werde euch jetzt erklären, wie und wo ihr Pokémon ausfindig machen könnt. Folgt mir dazu bitte auf Route 1. Wenn Professor Esche uns schon darum bittet, kann es doch eigentlich gar nicht falsch sein, wenn wir uns zusammen ins Abenteuer stürzen, oder? Es ist doch nicht verkehrt daran, dich auf der Suche nach dem zu machen, womit sein Leben verbringen will, oder? Ganz genau. Wir können nach Belieben reisen, solange wir den Pokédex vervollständigen. Ja, und ihr steht da jetzt blöd rum. So, hier ist nichts mehr, die ich ansprechen kann. So, nee, ich gehe jetzt hier raus. Ihr seid schwul. Also, schwul.
Nein, ihr seid cool. So, da ist die... Ja, jetzt kommt ihr auch raus. Hey, Page LP, nun warte doch. Jetzt schubst du mich nach vorne. So was machen gute Freunde. Da seid ihr. Und was hat Professor Esche gesagt? Sie hat euch also gebeten, den Pokédex zu vervollständigen. Das ist ja großartig. Ja, finde ich auch. Nun ja, also ehrlich gesagt, habe ich das schon vorher gewusst. Ja, super. In diesem Sinne, nehmt bitte diese Karten mit. So, das sieht nicht aus wie eine Karte, aber trotzdem, Karte erhalten. Ja. Hier, bitte. Schön, Sharon. Ich werde sorgfältig damit umgehen. Hier, auch für dich, Belle. Vielen herzlichen Dank. Das Zimmer von Pudge LP werde ich schon aufräumen. Macht euch darum bitte keine Gedanken. Okay, Pudge LP? Nein, das will ich machen, natürlich. Pokémon sind wirklich faszinierende Geschöpfe. Erstaunlich, wie diese kleinen Kerlchen solch ein Chaos veranstalten können. Ja. Das sieht man ihn wirklich nicht an. Wenn man mit solchen Pokémon unterwegs ist, hat man gar nichts zu befürchten. Keine Sorge. Ich werde euren Eltern die bestimmte Grüße ausrichten. Ich werde nicht nur Pokémon, sondern auch viele großartige Orte in der Einreihegrund entdecken. Ja, so und reife Persönlichkeiten veranwachsen. Also dann. Gute Reise! Danke, das hat mich jetzt gerührt und ich werde dich natürlich vermissen. Nicht. Ein Blick auf die Karte verrät dir im Nu, wo du dich gerade befindest. Eine tolle Sache, nicht wahr? Dann begeben wir uns mal auf Route 1, denn Professor Esche erwartet uns bereit. Augenblick! Ich komme mit los, Pudge LP, wir sollten uns sputen. Ja, lauft ich schon mal vor. Ich lauf dann mal hinterher. So, und die warten da natürlich auf mich. Erstmal aber dieses kleine Mädchen hier ansprechen, ja. Auf der Welt soll es unzählige Pokémon und viele verschiedene Menschen geben. Wenn ich das höre, verspüre ich eine... Ja, ich hab's verstanden. Tut mir leid, ich hab dich wieder angesprochen. Das wollte ich natürlich nicht. So. Ja, jetzt hast du mich schon wieder gesehen. Pudge LP, hier entlang. Belle möchte, dass wir drei den ersten Schritt unserer Reise gemeinsam tun. Wir tun es gemeinsam. Ein Dreier natürlich. Also, Pudge LP, lass uns alle drei zugleich... Route 1 betreten. Also los geht's. 1, 2 und los. Yeah. Meine Güte, war das jetzt super. Meine Güte, ich bin vielleicht aufgeregt. Kann es dir sagen? Ja, so geht es mir auch. Aber lass uns gehen, Professor Esche wartet. Tut mir leid, dass sie so lange auf uns warten mussten, Professor Esche. So. Jetzt werde ich euch einmal ein paar Dinge erklären. Wenn ihr ein Pokémon trefft, wird es automatisch in eure Pokédex eingetragen. Gelingt es euch danach, das Pokémon mit einem Pokéball zu fangen, wird sein Eintrag im Pokédex eine zusätzliche Information und Details erweitert. So, nun werde ich euch zeigen, wie man ein Pokémon fängt. So. So, also du hast ein... Ja. Du bist dir sicher, dass du das fangen willst? Ich meine, tut mir leid, ich muss erstmal noch abholen. Nein. Es ist ein schlechtes Pokémon. Aber es ist das Tutorial, also. Sie muss es fangen. Sie ist dazu verpflichtet und sie wird dazu bezahlt, natürlich. So, ja. Ich weiß, wie man Pokébälle fängt, deswegen passe ich jetzt hier mal. Oder Pokémon fängt, deswegen passe ich jetzt hier mal nicht auf. Und wenn ich es mal vergessen habe, was ich bezweifle, dann erinnere ich mich einfach mal zurück, oder? Ich tue einfach so, als wüsste ich es. Ja, also. Jetzt hat sie es gefangen. Das war ja auch kein Wunder. Das war das Tutorial. Sie hätte es sowieso gefangen. Habt ihr genau zugesehen? Ich kläre euch nochmal Schritt für Schritt. Zunächst müsste das Pokémon geschwächt werden. Denn muntere und kräftige Pokémon sind nur schwer zu fangen. Nach Möglichkeit sollte euer Pokémon dem Gegner mittels Statusveränderungen wie Paralyse oder Schlaf wechseln. Das war's. Zum Schluss schenke ich euch noch diese Pokébälle. So, Pudge LP erhält Pokéball. Herzlichen Glückwunsch! Verstaut das Item Pokéball in der Itemkiste, ja. Mit diesem Pokéball könnt ihr einfangen und dann sie wieder so gefangene in euer herumtragen. So, das wäre jetzt alles, ja. Ich kann nicht lesen, das ist schwul. Dann auf dem Weg erwartet euch in Gavina. Ja, dann wartet ihr jetzt in Gavina, ja. Yeah. Gasolina. Wilde Pokémon tauchen übrigens im hohen Gras auch. Ach nee. Ja, komm. So. Also dann werde ich mich mal nach Gavina machen. Ja, ich ebenfalls.
Schon um neue Pokébälle zu kaufen, sollten wir den nächsten Schritt gehen. Ja, man macht das. So, ich habe nämlich eine tolle Idee. Jetzt lass uns keine Wurzeln schlagen. Pur sicher schon auf uns, ja. Menschenskinder. Auch ein geiler Ausdruck. Menschenskinder. Bin ich heute gut drauf. Wollt ihr mir denn gar nicht zuhören? Nein, wollen wir nicht. Wir können doch wetten, wer von uns die meisten Pokémon fängt, oder? Ja, da gewinne ich ja sowieso. Es gewinnt dann von uns dreien, der von uns drei, wer anschließend den Pokémon... anschließlich... Nein, fuck! Erhalten haben. Letztlich die meisten Pokémon vorweisen kann. Okay, ich hab's verstanden. Charon, das ist ja eine tolle Idee. So wird sicher spannend. Ja. Wenn ich dabei bin, wird's eher unspannend, aber... Und wenn wir, ja, füllen, helfen, Ober 3. Ich drück immer aus Versehen auf den Weiterknopf, bevor ich noch nicht mal gelesen habe. So, bumm. Ach ja. Wer seine Pokémon heilen möchte... Bevor wir nach Gavia kommen, braucht nichts weiteres zu tun, als sich bei daheim vorzuschauen. Ja, mit Flunk an meiner Seite bin ich einfach nicht zu schlagen. Doch, bist du. Jo, dann würde ich was sagen. Direkt das erste Schritt in ein Gras und direkt das erste Pokémon. Oh, also das ist ein Yorkleff. Den fangen wir, habe ich mir gedacht. Also der wird von uns gefangen. Setzen wir mal eine Aquaknarre drauf. Hoffentlich stirbt er nicht. Gut, die Hälfte an Leben hat er noch. So, und Beutel, Bälle, Pokéball, so. Der sollte jetzt eigentlich gefangen sein, so schlecht wie der noch ist. 1, 2, 3, und da ist er. Das freut mich. So, zwei Pokémon reichen für mich als Erster, also... Ja, klar. Also, wie nennen wir dich denn mal? Also, du siehst für mich aus... Nennen wir dich mal Jeff. Jeff. Wo ist das F? Da ist das F. Jeff, okay. So, du heißt jetzt Jeff. Herzlichen Glückwunsch. So. So, laufen wir ein bisschen rum. Also, mein Ziel ist es, ich trainiere, bevor wir in Gavina sind, mein Pokémon erstmal auf Level 10. Dann ist es... Ich setze mir nämlich immer so Ziele. Ja. Und dann mache ich das, nämlich... Ja, komm. Yeah. Endlich greife ich wieder mal eins an. Und schon wieder so ein Hund. Einer von dir reicht mir, deswegen machen wir dich diesmal fertig. Und mit einer Aquaknarre. Aquaknarre. Tackle. So, und jetzt kriegst du noch einen Tackle ab. Dann solltest du erledigt sein. Ja, perfekt. So, 38. Und wir sind Level 8. Yay, das hört man doch gerne. Noch zwei Level, dann gehen wir weiter. So, was hast du uns denn zu sagen, lieber... Wilde Pokémon verstecken sich im Hohengras. Wenn du also wilde Pokémon fangen oder gegen sie kämpfen möchtest, solltest du dich ins hohe Gras begeben. Ja. Also erstmal habe ich mir gedacht, gegen alle wilden Pokémon, die uns begegnen, zu kämpfen, weil das gibt erstmal mehrere Level. Ja. Kaum wollte ich sie ansprechen, kommt schon wieder so ein Hund. Verdammt. Yorkleff. Level 2 aber diesmal. Hoffentlich ist er tot mit einer Aquaknarre. Yay. So, Yorkleff wurde besiegt. Also ich glaube, das ist sogar auch ein längerer Part jetzt. So, ich beende die Aufnahme, sobald wir in Level 10 sind, glaube ich. Hat dein Pokémon-Team noch ausreichend KP? Wenn die KP deiner Pokémon unterwegs zu sehr abnehmen, kann es brenzlig werden. Daher habe ich das hier für dich. Bitte leg es in deine Medizintasche deines Beutels ab. Trank, ja, danke schön. Vertraut das Item Trank. Hier, wenn die KP deiner Pokémon abnehmen, verlieren sie auch ihre Kraft, Kampfkraft. Übertreibe es daher nicht und gönne deiner Ruhepause. Okay, wir wollen nochmal kämpfen. Ja, super. Nochmal so ein Hund. Gibt es hier nichts anderes als so ein Hund? So, und ich setze wieder eine Aquaklare ein. Ja, und schon wieder mit One-Hit. Ich weiß gar nicht, muss das so, dass ich jetzt so viele XP kriege, oder? Ich gehe mal davon aus, dass das so muss, aber... Ja, selbst wenn, so spielen wir so weiter, ich bin ja sowieso voll der Noob, also... So, ja, da haben wir sogar ein anderes. Aber das fange ich nicht, weil das das scheiß Pokémon ist. So, gebe ich mal ein Aquaknarre. Wer hätte es gedacht, ein Aquaknarre. Oh, und er hat es überlebt. Was für ein Invar-Viech. Okay, Tackle. So, und du stirbst. Ja, 18. So, und jetzt sollten wir möglichst schnell in Level 10 kommen, weil dann beende ich nämlich die Aufnahme.
Ja, schon wieder nur ein Level 2er. Das ist ja voll die Verarsche hier. So, jetzt kriegst du nochmal ein Aquaxilara auf die Fresse. Und du bist das schon wieder erlebt. Überlebt. Und für dich kriege ich nur so wenig Erfahrungspunkte. Das geht aber nicht, mein Freundchen. Das geht aber nicht. So, bald. Aber jetzt komm, jetzt müssen nicht nur immer so Level 2er kommen. Soll auch mal ein Level 3er oder 4er kommen oder so ein Scheiß. Ja, komm mal her. Ja, Level 4er. Das ist ja schön. So. Kampf. Aquaklarre. Und so, er setzt der Tackle ein und ich setze nochmal eine Aqua-Knarre ein. Einfach nur, weil ich es kann. Yorkleff wurde besiegt. So, und Level 54. Level 9 sind wir so. Also, wir wollen auf jeden Fall noch Level 10 kommen. Und ich glaube, ich level auch den Yorkleff auf Level 10, damit er so ein bisschen mithalten kann. Weil da muss ich das. Damit ist die Hauptgeschichte so ein. Ist etwas. Geht die etwas schneller für euch eben. So, schon wieder so ein schwules Nagelotz auch. Schon wieder in Level 2. Ja. Aquaklarre. Yay. Ja. Und jetzt ist er tot. Und ich krieg nur 16 Erfahrungspunkte. So, es sollte auch möglichst schnell in Level 10 sein gleich. Also. Oh, endlich mal als Level 4. So. Aquaklarre. Klaus setzt Aquaklarre ein. So, und er setzt Tackle ein. Das ist aber nicht nett. Noch, dafür kriegst du nochmal einen Aqua-Knarrer. So, und ich krieg wie viele Erfahrungspunkte? Irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind gleich down, aber das ist. Aber wir sind. Ich meine, unser Klaus, der kann alles. So. So, also schon wieder so ein Nagelotz. Aber dafür Level 4. Das ist doch umso besser. So. Kampf. Aqua-Knarre. So, und du solltest jetzt auch gleich. Ja. One-Hit. Ja, Level 10. So, das Ziel für unsere heutige Aufnahme auch erreicht. Level 10, so, und wir sind jetzt auf jeden Fall, so. Ich beende die Aufnahme. Ja. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Part. Und bis zum nächsten Part ist unser Yorkleff auch in Level 10, damit die Hauptgeschichte etwas schneller geht. Level ich ihn bis Level 10 und wir sehen uns dann wieder. Bis dann.